Moin alle miteinander, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe reichlich Fragen unter den Videos gehabt und deshalb kommen wir zu der spannenden Frage für heute. Verliere ich in Trancezustand meinen Willen? Und darauf folgen dann natürlich noch so Fragen, wie kann es passieren, dass ich nicht mehr aufwache? Kann ich jederzeit aufhören mit der Hypnose? Kann ich mich hinterher an alles erinnern? Und so weiter und so fort. Aber fangen wir erstmal an. Verliere ich im Trancezustand meinen Willen? Nein, tut man nicht. Man kriegt unter Hypnose alles mit, das ist völlig normal. Hypnose ist ein natürlicher Zustand, den wir mehrfach am Tag erleben. Und man kann sich auch unter Hypnose ganz bewusst gegen alles wehren. Das sehe ich vor allen Dingen auf der Bühne immer wieder. Und das ist völlig okay. Selbst jemand, der auf der Bühne einen Namen vergisst, wenn ich irgendwas mache, was der nicht will, wird das nicht funktionieren. Man kann sich gegen die Hypnose wehren. Und dementsprechend beantwortet sich auch die Frage, kann es passieren, dass ich nicht mehr aus der Hypnose aufwache? Nein, das kann nicht passieren. Man wacht immer aus der Hypnose auf. Man kann in diesem Zustand nicht stecken bleiben. Das wäre ungefähr so vergleichbar, als würde eine Person nonstop ihr ganzes Leben lang schlafen. Das gibt's auch nicht, ja. Also man kann in diesem Zustand nicht stecken bleiben. Das funktioniert nicht. Und da man sich natürlich auch gegen alles wehren kann, kann man auch jederzeit die Hypnose beenden. Es kommt gar nicht mal selten vor, dass Leute im Verlauf der Hypnose-Show auf der Bühne die Augen aufmachen und sagen, gut, jetzt reicht's mir, das ist vielleicht nichts für mich. Und dann gehen die Leute von der Bühne und gut ist, und das ist auch nichts Schlimmes. Das ist von allen das gute Recht, und das ist in der Hypnose und in der Therapiesession natürlich ganz genauso. Spannende letzte Frage, kann ich mich an alles erinnern? Ich möchte es mit Jein beantworten. Also prinzipiell nehmen wir zwar alles auf, und die meisten Leute, die von der Bühne kommen, wissen auch alles, aber es gibt auch Leute, die kommen von der Bühne zum Beispiel runter und sagen, boah, ich weiß gar nichts mehr, was ist denn passiert? Wie, ich saß eine Stunde auf der Bühne. Wo kommt das her? Unser Kopf ist so aufgebaut, also auf uns dringen mehrere Millionen oder Milliarden, ich weiß nicht die genaue Zahl, Informationen Bit ein. Und unser Kopf kann ja nur bewusst 5 plus minus 2, sagt man in der Psychologie, Gedanken gleichzeitig verarbeiten. Nicht 5, Entschuldigung, 7 plus minus 2. Wir wollen hier ja keine Fake News stören. 7 plus minus 2 Gedanken gleichzeitig bearbeiten. So, und trotzdem strömt auf unseren Kopf ja viel, viel mehr Informationen ein. Und die meisten gehen einfach ungefiltert ins Unterbewusstsein. Und die, wo man drüber nachdenken soll, über die denkt man nach. Wir denken ja nicht über die Atmung nach. Wir denken ja jetzt nicht drüber nach, wie man auf dem Stuhl sitzt oder was man gerade jetzt in diesem Moment tut, das wird ja alles ausgeblendet, trotzdem passiert es. Ja? So, und es kann sein, dass der Kopf entscheidet, das, was hier gerade passiert ist, das ist für mich informativ jetzt nicht wichtig, das schicke ich unbearbeitet ins Unterbewusstsein. So, das heißt aber, diese Informationen, die sind nicht weg, die sind da, man kann nur nicht gerade drauf zugreifen. So, und das heißt aber auch, dass wir uns an diese Informationen erinnern können. Das heißt, wenn die Leute plötzlich Videos sehen, Sachen erzählt bekommen, dann ist das wie so Flashbacks, die Gedanken kommen irgendwann wieder. Das ist ein bisschen mein Standardbeispiel, man läuft durch die Straße, durch die Fußgängerzone, hört plötzlich einen Musiktrack und das war der Musiktrack, wo man seine erste große Liebe geküsst hat und das Lied lief im Hintergrund, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und auf einmal sind die Erinnerungen wieder da, wo man da 20 Jahre nicht nachgedacht hat. Ja? Die Erinnerungen sind ja trotzdem im Kopf abgespeichert. Aber was einmal im Kopf drin ist, ist im Kopf drin. Es kann nicht ohne kann nicht gelöscht werden, was da ist, ist da. Ja? So, und dementsprechend sage ich auch immer, ist Hypnose eine denkbar schlechte Manipulationsmethode, wenn man Leute dazu bringen möchte, irgendetwas zu tun und sie sich hinterher nicht dran erinnern sollen. Das ist utopisches Hollywood-Gelabere. Ja, so schaut das Ganze aus. Ich hoffe, ich konnte euch einige Fragen beantworten. Wenn euch noch Dinge interessieren, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich versuche hier ja natürlich jede Frage zu beantworten. Und lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da. Und dann sehen wir uns nächste Woche schon wieder. Also Guys, bleibt dran und bis die Tage. Ciao.